Hallo liebe Filmfreunde, heute gibt es ein neues Unboxing-Video von mir. Von, es kam mal wieder was, von Savi. Halt, Togo. Meine Adresse ist geheim. Alles klar. Oh Gott. Ich habe mich wieder verschluckt. Eben von Savi kam eben zwei Päckchen. Das andere zeige ich euch an. Beim nächsten Unboxing, weil zwei Filme mache ich nicht mehr, das ist nämlich dann blöd. Okay, ich packe jetzt hier den Teil mal aus. Ich musste schon mal reingucken, damit ich weiß, was da drin ist, denn das ist ja nirgendwo gekennzeichnet. Und zwar The Butterfly Effect in 3D, wollte ich schon sagen, nicht in 3D, sondern nur in 2D. Oder mein Lieblingswort dazu zum The Butterfly Effect ist eigentlich der Butterfliegen-Effekt. das ist wie exklusiv gewesen auch. Hat leider keinen deutschen Ton. Und jetzt kriege ich schon böse Blicke zugeworfen, wie jeden Tag. Weil du so gut Englisch kannst. Ja. Und hier spielt der Ashton Kutcher. Wie viel aus? Kutscher. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Spielt er mit? Wusste ich gar nicht schon. Hä? Ich schon ewig nicht mehr gesehen, den Film, der ist doch schon alt. So alt ist auch nicht. Moment. Aber ist ein guter Film. Ist das Filmchen? Ich kann. 2004. Ist alt. Du bist auch alt. Und trotzdem behalte ich dich. Ach, 2004 war ich 20. Ja. Ich 22. Also gut, hier zurück zum Thema. Wir schweifen hier schon ab jetzt mit zwei. Also gut, das Steelbook ist leider nicht geprägt, aber das Cover ist absolut geil. Hier, das ist auch glänzend. Ich hoffe, man erkennt es gut. Mhm. Also schaut richtig gut aus. Ich habe es auch für einen Bekannten auch noch mitbestellt. Als zweites Mal, wo ich es irgendwie verschicken werde. Ich packe mal das schöne Teil aus. Hier ist leider auch kein Hinweis auf irgendwelche Specials drauf. Eben englische Sprache. Geht 115 Minuten. Ja, leider ist hier nicht mehr zu entdecken. Und auf Englisch fange ich lieber gar nicht an zu lesen, sondern lacht ihr mich alle aus. Niemals. Ja, genau. Ne? Du vor allem nicht. Ja, okay. Also hier eben nochmal. Oh, das ist jetzt festgebappt. Mit Klebchen, da muss ich jetzt mal ganz vorsichtig versuchen. Au, gebockt. Oh, das hört sich gut. Nein, nicht bekunkeln hier. Ich will mal den kaputt machen, denn ihr wisst ja, ich bin ja sehr pingelig. Jo. Also gut, hier eben noch einmal die Frontseite mit dem ganz kleinen Mini-Butterfly-Effekt hier in dem Blitzen drin ist, also es schaut ja richtig cool aus, vor allem ja. Hinten schaut es cool aus. Also hier müssen wir unbedingt mit angucken. Ja. Und hinten drauf auch nochmal eben dieses Blitz, also auch, denke ich mir, hier cool. Wird es auch glänzen, also schaut richtig steig aus. Warte mal, wenn ins Licht bitte. Ja. Gut, dann machen wir hier mal auf. Und hat auch einen Innendruck, was ich sehr schön finde. Hier nochmal die Disc, wie sie ausschaut. Das ist der Ashton. Da ist der Ashton. Und dann nochmal hier komplett die Hinterseite des Steelbooks. So schaut es im Ganzen aus. Also richtig cool. Gefällt wirklich gut. Leider halt keine Prägung. Das finde ich etwas schade, aber es wäre natürlich cool, wenn er nicht die ganzen Blitze auch noch geprägt werden. Das würde natürlich noch cool ausschauen, aber man muss auch mit dem zufrieden sein, was man kriegt. Ja, okay. Das war's eigentlich von meiner Seite wieder her. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, euer Feuer 82.